So, dann wollen wir jetzt auch noch alle restlichen Sachen erfahren, die Doc uns so erzählen kann. Was macht er eigentlich Was hier? machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war: Es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Ach je. Astrein. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach: Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Wenn zum Beispiel das mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Na ja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Eliminator auf der horizontalen Achse invertiert. Bitte was? Was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Ja. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Also ich glaube, Rufus hat einfach keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir es gleich hinkriegen, ohne ihn nochmal fragen zu müssen. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Ja. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Immer diese Anspielungen hier. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Ich guck mal noch. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist. Senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten, und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Okay, Ich Herausforderung. habe noch immer her damit. Nein. Nichts, was sehr selbst DIY. Das kennen wir schon, das hatten wir auch gefragt. Mit Du Frauen scheinst dich auskennen? gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen?
Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ja, Rufus versteht hier kein Wort von dem, was der wirkliche Bastler ihm erzählt. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Ist doch logisch. Ja, total. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Gut, wie er sich immer beschreibt. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Okay, aber erzähl zwei Sachen, von denen wir überhaupt nichts wissen. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ich nehme mal an, jetzt, da ich mir das so anhöre, müssen wir uns diese ganzen Tipps hier, die er uns gibt, merken, damit wir nachher den Schrott da hinten zusammenbauen können. Ich werde mir das mal eben notieren, während er das erzählt. Also... Ja, oder ich probiere gleich einfach mal rum. Ich glaube, so mache ich das. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Naja. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Mhm. Wir werden sehen. Also, mit ihm haben wir gesprochen. Den Schnaps dürfen wir benutzen. Klappe, Kurve, Horizont, Skelett und Schlüssel. Wir haben allerdings jetzt nur den Stromumkehrer, den wir einbauen wollten. In unser Minebike. Dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Dann müssen wir ihn wieder rausholen. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Ach, Rufus. Also, erstmal haben wir diesen hier. Und ich glaube, der war so. Ja. Da hätten wir es auch schon, das Problem. Konisch. Okay. Ja. Also ich gebe mein Bestes. Ja, das ist nicht so unbedingt mein Gebiet. Ach je. So wird es auch nie einen avialen Strom umgehen. Ach so, da oben kann man es schön, da kann man sich die Tipps nochmal anhören. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Also... Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber nie... Eine Schraubmuffe. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine... Den an den. Weil das nicht da geht. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit... Mauve Flansch... Solange der Mauve Flansch noch an... Wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer...
Solange der Mowe an wird es auch. Okay, Kubisch ist der Mowe. Kubisch. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Ja, und die vier? Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Okay, Schrauben, vier Speichen. Ha, so einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Ja, das hoffe ich doch. Vier Speichen, zwei Speichen, Klemmen. Zwei Speichen für die Klemme. Also Klemme mit den zwei Speichen. Die beiden gehören zusammen. Okay. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Dorsaler Stromumkehrer. Das hilft uns nicht. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Achso, Klemm an kubisch geht nicht, aber Klemm an den geht. Und Klemm gehörte zusammen mit den Zweiern. Vier Speichen, zwei Speichen, Klemmen. Okay, zwei Speichen, Klemmen. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So, ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Aha. Ich glaube, es hätte er schneller geschafft. Oh, wir haben wieder eine Errungenschaft. Bastler. Ja, so, okay, jetzt, toll, den Avialen. So, der kommt hier rein. Irgendwie. Und es hält. Ha, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Versuchen wir es doch nochmal. Dann wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ich wusste es. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. So. Tja, hier oben haben wir jetzt nichts geändert. Wir fahren jetzt erstmal in die Richtung. Und ab geht's! Yippie-yay! Ein Hebel! Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Ja. Das ist ja... Hoch. Ich wusste, dass das passiert. Ja, das hat ja gut geklappt. Ach, der Schlüssel wissen wir, wo der ist. Den kann man immer gebrauchen. Was, hier ist ein Knopf, den drücken wir mal. Ich weiß, Knöpfe soll man nicht einfach so drücken. Ach, da fahren wir wieder runter. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Ach so. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Wollen wir ja auch gar nicht. Das Kontrollfeld. Ach, in die Richtung kann man auch losfahren. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Okay, und wieder nach oben. Zack. Dann gucken wir doch mal da draußen nach. Da gab es ja auch noch was. So, okay. Die Birne bringen wir hier an. Hier ist es hell genug. Ich kann alles sehen. Hebel, Rangierhaus, großer, ruhig atmender Schatten im Tunnel. Alles. Okay, was ist mit dem Knopf? Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ach, eine Abkürzung. Ganz groß. Ja, schön. Ist auch nicht schlecht. Hebel. Alle Signale, als könnte mich... Richtig, Rufus kann das nicht aufhalten. Hm.
Alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Okay, also wir sind... Ja, gute Frage. Wo sind wir? Ja, wir haben alles gemacht. Wir steigen mal wieder ein. Und fahren mal los. Das Bike aber go. Yippie! Schon wieder der Hebel! Stimmt, ja, jetzt habe ich ihn auch gesehen. Okay. Ja gut, das hätten wir ausprobiert alles. Das Meinwerk funktioniert endlich. Ich glaube, da müssen wir nichts mehr suchen. Ich habe einen Stromumkehrer verloren und ich sollte mir die Weichenstellkasten. Da kommt bestimmt einer von den Stromumkehrern rein. Gucken wir doch mal nach. Bestimmt nicht ein der. Ein Umkehr ist nicht... Den? Ein Umkehr... Nein. Ach so, hier finden wir Goal. Trichter. Das können wir jetzt auch noch ganz schnell erkunden. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Ja, da wollen wir hin. Und jetzt gehen wir mal zum Kran. Okay, da waren wir nämlich auch noch nicht. Genau, der Sitz, Hebel und Wartungskasten. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Defekte Sicherung. Ach, guck mal. Scherben bringen, aber ich brauche kein Glück. Die ist im Eim, weg damit. Ja, nimm sie doch mit. So, sehr schön. So, jetzt können wir das als Sicherung sozusagen Scherben einbauen. Scherben bringen, aber ich brauche... Scherben, aber ich... Okay, dann halt nicht. Jetzt komm schon! Verdammt! Wir brauchen also erst eine Sicherung. Kann man vielleicht hiervon was als Sicherung benutzen? Was? Oh oh. Nein, 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 nein! Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Vielleicht mit dem anderen? Was? Nein, nein, nein! Okay, auch nicht mit dem anderen. Das hier will ich offen... Das gab übrigens eine Errungenschaft. ja, okay, der Sitz. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Okay, der Sitz scheint nichts Besonderes zu haben. Okay, wir wissen, hier brauchen wir eine Sicherung. Wir brauchen den Schlüssel. Hm. Ja, komm, Rufus, zur Tunnelpassage. Auf geht's. Hier müssen wir noch einiges machen. Okay. Hier oben müssen wir noch ran. Ach, das wollen wir umkehren. Da, die Wartungsklappe. Zack. Direkt mal aufmachen. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpe. Ich befürchte aber leider schon. Haben wir denn... Nein. Ach so, wir kommen einfach so an den Schlüssel. Hätte ich ja mal direkt wissen können. Hey, du! Ups. Oh. Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter! Ein Bein rein. Ja, wir wollen den gar nicht weiter, Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Autsch. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ha, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da hilft auch diese rote Funzel da nichts. Ah, okay. Wir brauchen da drin also Licht. Autsch, heiß! Den müssen wir Ach so, nee, dafür nehmen wir den Lappen. Damit müsste das Man gehen. Erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Nein, du sollst die Lampe damit rausnehmen. Man erkennt noch, ich muss es... Ach. Wir wollen die ja tauschen, am besten gegen diese. Autsch, heiß! Okay, also schalten wir es erstmal aus und dann. Oder? Ich glaube, dann... Passt nicht. Sicherungskasten, ja, das ist dieser hier. Aber wie kommen wir da dran? Das ist ja nicht achteckig hier.
Nicht solange ich... Richtig. Okay, also da kommen wir noch nicht weiter, denke ich. Vielleicht nehmen wir den Schnaps noch mit. Und dann sage ich an dieser Stelle auch erstmal... Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Ja, so. Niemand. Wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Okay, das können wir machen. Aber... Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Tja. Gut. Machen wir den Spiegel mal sauber. Hallo. Kommst du öfter hierher? Und können den Spiegel jetzt wieder anbringen? Davor hängen? Bin mir noch nicht so sicher. Eigentlich wollte ich den nutzen, um da drinnen Licht zu machen. Ich könnte den Spiegel hochhalten und das... Aber erstens ist der Schatten und zweitens stehe ich doch hier nicht den ganzen Tag blöd rum. Ja, richtig. Das ist halt auch das... Vielleicht kann das Skelett den Spiegel halten. Nicht fallen lassen, okay? Das klappt. Der Kasten als könnte naive... Okay, ich muss jetzt hier wieder eine Pause machen, weil der Part sonst... ziemlich viel Überlänge bekommt und sage an dieser Stelle wieder mal Ciao, bis zum nächsten Mal.